Landung. Soeben gibt das Friedensministerium einen neuen Bericht heraus. Und ich glaube halt, dass jede Regelung nur so gut ist, wie sie exekutiert und überwacht werden kann. Was hätten Sie denn stattdessen vorgeschlagen, es einfach so zu lassen, ohne so einen Radius? Ja, ich glaube, wir müssen einfach mehr Mut haben dazu, dass man die digitalen Möglichkeiten nutzt. Wir könnten heute Bewegungsprofile aus den Handys auslesen und auf diese Art und Weise sehr treffsicher feststellen, wo sich die Menschen aufhalten. Wir müssen uns halt jetzt entscheiden, was wichtiger ist, der Gesundheitsschutz oder der Datenschutz.